Sehr geehrte Linzerin, sehr geehrter Linzer, ich wende mich heute an Sie mit einer schlechten Nachricht und einer guten Nachricht. Zuerst die schlechte. Das Coronavirus verschont derzeit keinen Lebensbereich, auch in unserer Stadt nicht. Und so ist es gekommen, dass entgegen anders lautenden Planungen mit dem Weiterbau der Eisenbahnbrücke nicht begonnen werden konnte. Wir wissen auch nicht definitiv, wann es wirklich wieder weitergehen kann, aber glauben Sie mir, wir werden nachadjustieren, sobald wir wissen, wie die Situation sich wirklich darstellt. Soweit zur schlechten Nachricht. Und hier in meinen Händen halte ich die gute Nachricht. Das ist ein Beschlusspapier des Linzer Gemeinderates. Wir haben nämlich heute beschlossen, dass 1 Million Euro direkt aus dem Solidaritätsfonds für die Linzerinnen und Linzer zur Verfügung steht. Also für Menschen, die nicht in der Sozialhilfe sind, für Menschen, die auch andere Härtefonds nicht in Anspruch nehmen können, die aber jetzt unsere Unterstützung, unsere Hilfe, unsere Solidarität benötigen. Es ist klar, dass man mit Einmalförderungen zwischen 200 und 400 Euro Menschen eben in besonderen Notlagen jetzt schnell und unbürokratisch helfen kann. Und ich bin froh, dass heute in der Früh die gesamte Stadtregion einstimmig diesen Beschluss gefasst hat, auch das Regelwerk. Sie können sich im Detail unter www.linz.at darüber informieren, welche Zugänge es gibt. Es werden ab morgen auch die entsprechenden Anträge im Netz zu erhalten sein. Wir werden ab Montag mit einer eigenen Gruppe in der Finanzverwaltung mit der Bearbeitung dieser so dringenden Fälle beginnen können. Hier gilt mein Dankeschön allen, die mitgemacht haben, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Herrn Finanzdirektors und auch diejenigen, die jetzt über das Wochenende auch IT-mäßig daran arbeiten, dass alles funktioniert. Meine sehr geehrten Damen und Herren, gerade dieser Solidaritätsfonds und wie meine Mitarbeiterinnen das erledigen, zeigt, dass wir in Linz nicht nur von Solidarität reden oder das in Sonntagsreden so gerne hervorkehren, sondern Solidarität als praktizierte Nächstenliebe, als Unterstützung für Menschen, die jetzt Hilfe brauchen, tatsächlich auch leben. Dafür noch einmal ein herzliches Dankeschön. Ihnen wünsche ich weiterhin alles Gute und bleiben Sie gesund.